Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 6. Ich hatte ganz vergessen, Penumbra mitzuteilen, dass sie von Carina vermisst wird. Das müssen wir dringend noch nachholen. Und ich habe den Zauberspruch Magisches Öffnen oder Zauberschlüssel gekauft. Und die dazugehörigen Reagenzien. Diesen Zauberspruch und die Reagenzien gab es bei Horrens, dem Magier, der auf der kleinen Insel nördlich von Scarabrae lebt. Und ich habe die Bibliothek vom Lyzeum, in der wir waren, kartiert und bin mir einigermaßen sicher, dass ich jetzt alle Bücher noch eingepackt habe, die wir noch nicht gesehen hatten. Wir schauen mal rüber. Das eine oder andere scheint sogar sehr interessant zu sein. Vielleicht finden wir irgendwas, was uns nochmal weiterhilft. Der Bibliothekar hat gesagt, wir dürfen ausleihen. Wir müssen es nur wieder zurückbringen, okay? Und zurückbringen irgendwann mal. So, die Queste des Avatar. In längst vergangenen Zeiten richtete der Rat der Zauberer die Schreine der 8 Tugenden, auf das Menschen im ganzen Land an ihnen meditieren konnten. Durch das Studium der 8 Tugenden und der 3 ihnen zugrunde liegenden Prinzipien beschritt der große Held, der die Triade des Bösen besiegt hatte, den Weg, der ihn zur Avatarschaft führte. Ja, aber diese Prinzipien lernt man auch noch mal mehr in Ultima 7 Teil 2. Das ist nämlich Ordnung, Chaos und Gleichgewicht. Das waren, glaube ich, die 3 Prinzipien. Ihr könnt mich gern korrigieren. Es ist wahrlich bekannt, dass die 3 Prinzipien Wahrheit, Liebe und Mut sind und dass aus Wahrheit Ehrlichkeit hervorgeht und aus Liebe Mitgefühl und aus Mut Tapferkeit entsteht und dass aus Wahrheit vereinigt mit Liebe Gerechtigkeit erwächst und Liebe vereinigt mit Mut Opfermut hervorbringt und dass aus Mut vereinigt mit Wahrheit Ehre entsteht und Wahrheit, Liebe und Mut vereinigt Spiritualität erschafft, dass die Abwesenheit aller 3 Prinzipien zum Laster des Hochmuts führt, welches uns zu dessen Gegenteil der Tugend der Bescheidenheit führt. Ja, das habt ihr hoffentlich euch alles gemerkt. Und bei seinem Streben, die Verkörperung der 8 Tugenden zu werden, stellte der Avatar den Kodex der höchsten Weisheit wieder her und entdeckte, dass das ein zugrunde liegendes Konzept, welches zu den 3 Prinzipien führt, die wiederum zu den 8 Tugenden führen, Unendlichkeit ist. Sind wohl darüber nach, O Suchender. Ja, das Buch geben wir so schnell nicht zurück, denn falls wir das irgendwann brauchen, dieses Wissen, lesen wir das nochmal nach. Okay, schauen wir mal, was ich noch gefunden habe. Das 3. Zeitalter der Finsternis. Als Minax bezwungen war, herrschte 20 Jahre lang Frieden. Dann wurde Mondanes letztes Vermächtnis bekannt, denn er und Minax hatten zusammen eine unheilige Kreatur mit dem Namen Exodus erschaffen. Viele Jahre war sie im Verborgenen geblieben und sammelte Informationen, um ihre Macht zu vergrößern. Schließlich enthüllte sie das Ergebnis ihres Fleißes. Exodus baute eine riesige Festung als Heimstätte und brachte eine 3. Herrschermonstre hervor, vor deren erbarmungsloser Bösartigkeit niemand in Britannia sicher war. Dies war die bis dahin größte Herausforderung für unsere Helden aus einer anderen Welt, aber auch aus dieser ging er siegreich hervor. Und mit der Niederlage von Exodus begann ein neues Zeitalter des Wohlstands. Da habe ich so das Gefühl, dass es so Ultima 1, 2 und 3, vielleicht auch noch 4, wobei 3 war, glaube ich, Exodus und ich denke mal, dass Exodus dort sein Exitus gefunden hat. Sicher bin ich mir da nicht, weil die Teile kenne ich nicht. So, dann haben wir noch das 2. Zeitalter der Finsternis. Nach Modanes Ableben schürte Minax die Zauber in Angst und Schrecken und bedrohte die Bevölkerung. Sie war die Schülerin und Vertraute Mondanes. Vielleicht sogar mehr als das, wenn das Stöhnen und Heulen, das durch die Hallen außerhalb ihrer Schlafkammer widerschallte, irgendeine Bedeutung hatte. Ihre Herrschaft beruhte auf Tod und Zerstörung. Ihre Magie war genährt von der Stärke ihrer Leidenschaft. Und wieder war es der Avatar, der ihrer Unterdrückung ein Ende setzte. Minax ward bezwungen wie Mondane vor ihr. Okay, das könnten jetzt Ultima 4 und 5 gewesen sein.
Genau, das weiß man nicht. Also ich zumindest nicht. So, genau, und das zweite Alter der Finsternis hatten wir. Dann haben wir noch das erste Zeitalter der Finsternis. In den frühen Tagen der Herrschaft von Lord Prittich betrat ein mächtiger Zauberer namens Mundane das Land Britannia. Er brachte vielerlei Kreaturen von großer Niedertracht hervor, benutzte die Macht seiner Magie, um sie zu kontrollieren, worunter das ganze Land schwer zu leiden hatte. Und in diesen Zeiten geschah es, dass der Avatar zum ersten Mal diese Welt betrat, um Mundane zu bezwingen und die Menschen zu befreien. Das war dann eventuell Ultima 1? Keine Ahnung. Krieger des Schicksals. Nachdem der Avatar ein glänzendes Beispiel gesetzt hatte, schien Britannia in ein goldenes Zeitalter des Friedens und des Reichtums einzutreten. Doch es ereignete sich eine große Tragödie, denn der geliebte Herrscher, der das Land Britannia geeint und es durch einige der schlimmsten Zeiten in der Geschichte geleitet hatte, war verschollen. Er hatte eine Expedition unternommen, um die kürzlich entdeckte Unterwelt zu erforschen und kehrte niemals zurück. Viele hielten ihn für tot. In seiner Abwesenheit übernahm Lord Blackthorn die Herrschaft und verhängte das Kriegsrecht, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und eben zu dieser Zeit erschienen auch die drei Schattenfürsten in Stonegate. Sie waren mächtige, böse Kreaturen, welche die Gedanken der Menschen trüben und sie von den drei Prinzipien abbringen konnten. Man sagt, sie konnten die Kraft des Vortex nutzen, um sich augenblicklich an einen beliebigen Ort im Reich zu teleportieren zu können. Es war eine dunkle Zeit. Der Avatar wurde abermals zurück nach Britannia gerufen und konnte vor dem Zusammensturz der Unterwelt noch Lord Prittich retten und ihn auf seinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron zurückbringen. Ultima Underworld 1? Vielleicht? Dill zahlt's einmal nach der guten Ratschläge. Glücksspiel ist der sicherste Weg, nichts für etwas zu bekommen. Ja, das haben wir getestet. Vollbrachte kleine Taten sind besser als große, nur geplante Taten. Spielt kleine Taten sind besser als große, nur geplante Taten. Spielt niemals Backgammon mit einem Zentau. Vielleicht könnte das Buch jemanden in Pause interessieren. Ich mich nicht erinnern kann, dass jemand was von einem Buch gesagt hat. Pflanzenkunde. Die Miste ist im Frühling am einfachsten zu finden. Für die größte Wirksamkeit schneidet die Zweige mit eurer linken Hand ab. Hibiskus kann für die Zubereitung von Aufgüssen verwendet werden, was besonders wirkungsvoll gegen Halsschmerzen ist. Tretet niemals auf einen Löwenzahn, denn es wird jeden Kobold erzürnen, der euch dabei zusieht. Mhm. Das hat man mir im Biologieunterricht nicht erzählt. Und dann, genau, und den Zauberer von Oz habe ich gefunden. Von Frank L. Baum. Ein kleines Mädchen namens Dorothy aus dem Fernland Kansas wurde durch einen Wirbelsturm in das Reich Oz getragen. Und auch ihr kleiner Hund, Toto. Sie traf drei treue Gefährten, die ihr schworen, einen Weg zurück nach Hause zu finden. Da waren die Vogelscheuche, die auf der Suche nach Wahrheit war, der Blechmann, der nach der Liebe strebte, und ein Löwe, der den Mut finden wollte. Bevor alle drei ihre Suche abgeschlossen hatten, erschlug die kleine Dorothy die böse Hexe und befreite das Land von ihrem üblen Einfluss. Ihre Freunde konnten ihre Aufgaben abschließen und Dorothy kehrte zurück nach Kansas. Können wir dieses Buch Lord Prittich geben? Irgendjemand hat uns mal erzählt, dass er das haben möchte. Ja gut, dann reden wir mal mit ihm und fragen ihn mal nach Buch. Ich sammle seltene Bücher. Es gibt da eines, das ich schon seit Jahren vergeblich suche. Der Zauberer von Oz heißt es. Habt ihr vielleicht ein Exemplar davon? Ja, haben wir ausgeliehen. Musst du irgendwann zurückgeben, aber ja, wir leihen es dir. Ihr habt tatsächlich ein Exemplar ausfindig gemacht. So lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Seit meiner Kindheit habe ich diese wundersame Geschichte nicht mehr gelesen. Ah, geht mir auch so.
Behutsam nimmt er das Buch an sich. Hier ist eure Belohnung, sagt er und gibt dir einige glänzende Edelsteine in die Hand. Vielen Dank, aber ich habe noch keinen Weg gefunden, Edelsteine zu Geld zu machen. Bares wäre mir lieber gewesen. Aber na gut, wir wollen ja nicht meckern, wir haben wieder Edelsteine bekommen. Oh, 20. Vorher hatten wir 4. Okay, wir haben viele Edelsteine bekommen, aber ich weiß noch nicht, was wir damit machen können. So, was machen wir jetzt? Da wir jetzt magische Schlösser öffnen können, können wir jetzt jedes magische Schloss öffnen. Das war irgendwie logisch. Nee, also es gibt 2 magische Schlösser, die ich auf jeden Fall öffnen möchte mit euch. Das wäre einmal das bei Penumbra, denn wir suchen irgendwo einen Weg unter die Stadt, also unter Moonglow. Und ich wüsste nicht, wo es eine Leiter irgendwo nach unten gibt, weil das Lyzeum ist ja eh nicht Moonglow, also nicht die Stadt, sondern das ist ja eigentlich wieder ein anderer Ort oder so. Und da haben wir auch nur Bücher gefunden. Also muss es irgendwo in Moonglow selbst einen Weg nach unten geben. Und vielleicht hat Penumbra ihren Ex-Mann, Lover, was auch immer, im Keller aufbewahrt. Ja, dieser blutige Steintisch und der Pranger lassen drauf schließen, dass die gute Dame nicht so zimperlich ist. Also gehen wir nochmal zu ihr, teilen ihr auch mit, dass sie von Carina vermisst wird. Das hatte ich ja vergessen. So, also Moonglow, das war genau im Nordwesten. Ah, das kriegen wir irgendwie hin. So, also benutzen Kugel, also 2 nach vorne, 2 zur Seite. Das müsste ungefähr hier sein. Ich glaube, ich werde besser in dem ganzen Teleportierkram. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, das sollte es sein. Genau, ja, wir sind richtig sicher. So, dann reden wir nochmal mit Penumbra und erzählen hier von Carina. Ich glaube, es war ihre Schwester. Oder hieß die Katharina? Nein, ich wollte nicht kämpfen. Halt, Spiel, nein. Aus. Mach keinen Scheiß. Das wäre fast schief gegangen. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Okay, nochmal. Katharina. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Wir haben es zumindest versucht. So, jetzt ignorieren wir den blutbespritzten Steintisch und zaubern ein bisschen. Und zwar magisches Öffnen. Auf was hierhin? Ha, das hat funktioniert. Ich hatte eine Leiter nach unten erwartet, aber nicht ein Skelett. Ist das ihr Ex, also der Belwin oder wie der hieß? Oder Bevin? Okay. Hi. Kämpft er? Macht komische Geräusche. Können wir mit dir reden? Das ist ein Skelett. Naja. Dann haben wir das Skelett um. Oder schauen wir zuerst mal. Ein Skelett mit einem Schwert und einem Schild. Sehr schön. Ja gut, dann machen wir Kleinholz. Oder Kleinknochen oder so. Ist jetzt dumm, dass nur wir beide kämpfen können, aber das wird schon irgendwie, hoffe ich zumindest. Skelett leicht verletzt. Skelett schwer verletzt. Sehr schön. Das geht in die richtige Richtung. Skelett kritisch. Skelett kritisch. Skelett tot. So. Moment mal. Jetzt ist mir hier zu viel Getummel. Wir machen mal Solo-Modus mit dem Avatar. Und schauen mal, was wir hier so gefunden haben. So ein Haufen Knochen, du suchst und findest Holzschild
und 27 Goldstücke. Ja, bei den Goldstücken sind wir dabei. Den Holzschild legen wir mal bitte darüber. Plockt. Ja, dann nimm ihn mit. So, dann nehmen wir noch das Schwert mit. Und weiter runter war ja noch ein Säckchen. Dann pack mal... Ah, das Skelett ist zu schwer. Die magische Truhe würde ich auch noch gerne schauen. Dann gehen wir mal... Wieso habe ich eigentlich noch einen Kampfmodus an? Hä? Nee, jetzt habe ich wieder den Avatar-Wicht. So, Party-Modus. Solo-Modus, Shamino. Okay, dann schauen wir mal mit Shamino. Oder kann man das vielleicht... Skelett schieben? Ah, dahin, sehr schön. Und dann machst du mal ansehen, das Säckchen. Du suchst und findest 20 Schwefelasche, 13 Spinnenseide... Wow, und noch ganz viele andere Reagenzien. Dann muss der Avatar wieder ran. So, Solo-Modus Avatar. Dann packen wir das Zeug mal bitte ein. Oh shit, das ist Stehlen. Sorry, wollte ich nicht. Dummdi-dumm. Wir waren nie hier. Also ich habe jetzt erwartet, dass da drin eine Leiter ist oder so, wo wir nach unten kommen. Oder hatten wir sonst irgendwo hier eine Leiter gesehen? Egal, ich kann jetzt aber hier nicht weggehen, ohne dass ich jetzt nochmal probiert habe, die Kiste da aufzumachen. Das, wenn wir schon mal hier sind, geht auf Kisten auch magisch öffnen. Ja, geht. Kiste reinschauen war ja, glaube ich, noch kein Diebstahl. Ring der Unsichtbarkeit. 3 zu Ilem. 6 Ölflakons. Auf jeden Fall keine Rune. Mal Party-Modus. Wir fragen mal wieder, was hat sie genau zur Rune gesagt? Sie wurde mit Bavien zusammen begraben. Friede seinem Schatten. Ja, er war ein unglaublich ehrlicher Kerl. Nur die Tugend des Feingefühls war seine Sache nicht. Er sprach einmal zu oft die Wahrheit und jene von denen, die er sprach, schätzten seine Ehrlichkeit nicht besonders. Nun liegt er in seiner Krypta in den Katakomben unterhalb der Stadt. Katakomben unterhalb der Stadt. In den Katakomben sagt sie nichts dazu. Packen wir zuerst mal die gestohlenen Schwarzperlen in den Beutel. Dann machen wir die Häuser abklappern, wo es hier nach unten ging. Katakomben unter der Stadt. Vielleicht auch irgendwo außerhalb der Stadt, denn... Oder wieder irgend so ein Geheimraum. Da war Sumpf. So, da war die Taverne. Entschuldigung. Gut, wir hauen hier mal ein paar Leute an und fragen mal nach Katakomben.
Na nee, das ist eine Standardantwort. Kann er uns nicht helfen? Das war der lustige Zeitgenosse. Der will bestimmt auf Cutter trinken, genau. Er trinkt auf Cutter, das hilft uns aber nicht. So, hi Rob. Kann er uns auch nicht helfen. So viele Häuser gab es hier nämlich auch nicht. Haben wir sie, glaube ich, alle gesehen. Dann mal irgendwo um die Häuser rumstreifen und dort mal schauen. Mir wäre jetzt auch nicht aufgefallen, dass irgendwo noch ein ungeöffneter Raum wäre. Da ist direkt Wasser. Gibt es ja hier auch irgendwo einen Kanalzugang oder irgendwas. Da ist Sumpf, das ist aber nicht schlimm. Denn wir tragen hier alle grüne Stiefelchen. So, da ist Onyx. Hier immer noch durch den Sumpf eiern. Da geht es mal noch runter. Das war auch Ende Gelände. Ja, da sie unter der Stadt sagt, glaube ich nicht, dass wir jetzt irgendwie auf eine Nachbarinsel fahren müssten. Glaube ich mal. Da ist auch nichts. Nein, Sackgasse. Ach Mann, Spiel. Warum muss da ein Baum stehen? Schauen wir mal, wo es dort noch über hingeht. Hallo Wache, wir hatten versucht, was zu stehlen, aber das war alles nicht so schlimm. So, da geht es ein bisschen ins Grüne, aber das ist auch nichts. Einfach mal ein bisschen Sightseeing-Tour. Da sind Kühe. Hallo Kühe! Und es wird dunkel. Jetzt ist ganz dunkel. Ja, Geräusche aus Westen. Wir haben uns im Wald verlaufen. Ich glaube, das da ist alles nicht so zielführend, was ich hier tue. Aber irgendwie geht es immer weiter. Ich weiß schon nicht mehr, wo wir sind, aber arg weit können wir uns nicht verlaufen, denn wir sind ja auf einer Insel. Irgendwann müssten wir im Lyzeum rauskommen oder wo auch immer. Also ein Weg. Folgen wir mal dem Weg. Nee, das ist das eine Haus nordöstlich vom Lyzeum, glaube ich. Genau, da ging es genau hinterm Haus zu einem Schuppen. Genau, du warst Ephemerides. Mit dir hatten wir auch schon geredet. Wenn wir schon mal bei dir sind, fragen wir dich mal, wenn wir dürfen, alte justiertes, aha, in etwas auf eine von ihm liegende Schriftrolle zu kritzeln. Ja, den können wir nichts fragen, der ist beschäftigt.
Ich werde mich mal damit beschäftigen, diese Insel nochmal zu erkunden und zu schauen, wo wir irgendwo in die Katakomben kommen. Also bitte Daumen drücken und bis gleich.